Das 1x8. Ihr wisst ja schon, wie es geht. Wenn nicht, dann schaut auf die Links hier, wie man überhaupt mit solchen Videos übt und so weiter und so fort. Solche Sachen. Und ich stelle das 8er 1x1 ein. Hier, das 8er. Und es geht schon los. 7x8 ist 56. 5x8 ist 40. 7x8 ist 56. 5x8 ist 40. 10x8 ist 80. 3x8 ist 24. 7x8 ist 56. 0x8 ist 0. 4x8 ist 32. 7x8 ist 56. 10x8 ist 80. 10x8 ist 80. 4x8 ist 32. 0x8 ist 0. 5x8 ist 40. 6x8 ist 48. 1x8 ist 8. 0x8 ist 0. 2x8 ist 16. 2x8 ist 16. 2x8 ist 16. 0x8 ist 0. 9x8 ist 72. 6x8 ist 48. 8x8 ist 64. 3x8 ist 24. 4x8 ist 32. 10x8 ist 80. 9x8 ist 72. 7x8 ist 56. 2x8 ist 16. 5x8 ist 40. 8x8 ist 64. 1x8 ist 8. 0 mal 8 ist 0. 0 mal 8 bleibt 0. 2 mal 8 ist 16. 4 mal 8 ist 32. 10 mal 8 ist 80. 6 mal 8 ist 48. 10 mal 8 ist 80. 8 mal 8 ist 64. 9 mal 8 ist 72. 10 mal 8 ist 80. 4 mal 8 ist 32. 3 mal 8 ist 24. 7 mal 8 ist 56. 10 mal 8 ist 80. 10 mal 8 ist 80. 7 mal 8 ist 56. 6 mal 8 ist 48. 2 mal 8 ist 16. 4 mal 8 ist 32. 8 mal 8 ist 64. 0 mal 8 bleibt 0. Gut, das zum Achter. Wie das funktioniert, hier zum Schluss jetzt noch die Links, damit ihr dann auch wisst, wie das mit dem geteilt durchgeht. Also besser gesagt, auch, dass man damit üben kann und Quadratzahlen und so weiter. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.